So, Dortmund, Moukoko. Ja, wir bleiben Dieter am Ball, Alter. Guerrero, Reina, Bellingham, Süle, reingebaut. Wow, Junge. Anderthalb Minuten, Digga. Anderthalb Minuten, Digga. Also das Thema mit frühen Gegentoren ist halt wirklich einfach nur noch abartig, Mann. Es ist nur noch abartig, das ist das Thema von frühen Gegentoren. Klar, das spielen die richtig schön durch, aber dass da ein Bellingham auf dem Elfmeterpunkt alleine rumsteht, Mann. Alleine! Er rennt da alleine rum, Mann. Nach 90 Sekunden, Alter, machst dir kein Bild, Mann. Oh, schöner Ball, Tomasch! Abschluss jetzt! Ohrkurbel! Das sah vom Kamerawinkel gerade ganz komisch aus, hatte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft. Oh, Abschluss, Tomasch und Kobel hält den sauber auf die kurze Ecke. Aber ey, erste Aktion nach vorne. Das Gegentor hat es jetzt nicht unbedingt geschockt. Hätten vielleicht sogar versuchen können, reinzulegen auf Mio, war wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja, Kobel macht das gut. Ja, schwierig. Ich meine, gut, warum sollte irgendein VfB-Spieler auch irgendwie einen Rückstand jucken? Wir gehen gefühlt jede Woche in Rückstand, also das sollte für die eigentlich Normalfassung sein. Guerrero! Ja, super, leck mich am Arsch. Traumtor Süle. Tja, ich soll gar nicht böse klingen, aber ich würde mal sagen, willkommen in der Realität zurück, ne? Willkommen in der Realität, ne? Das ist halt hier Dortmund auswärts, das ist nicht Bochum und Bielefeld zu Hause. Junge, Alter, und Süle macht den rein in Top-Sturm-Manier, ist ja Wahnsinn. Dann hast du Gladbach auswärts, was schwierig ist. Gut, Leverkusen auswärts, musst du mal gucken, aber ist auch nicht so einfach. Zu Hause müssen wir noch punkten vor der WM. Du musst Augsburg und Hertha zu Hause schlagen, beide. Nächste Woche Samstag, Augsburg muss geschlagen werden zu Hause. Wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass Schalke irgendwas holt in Berlin morgen. Berlin ist für mich auch keine schlechte Mannschaft diese Saison. Denen fehlen nur die Punkte, das war schön gemacht, Sosa. Flanke, ja, Tomasch kommt nicht hin. Oh, da war echt mal ein bisschen Freiraum. Ja, schön, Tomasch. Ah, durch die Beine. Komm, jetzt muss was gehen. Jetzt muss was gehen. Gib doch deinen Ball ab. Das war so stark von Tomasch. Hat er ein, zwei Möglichkeiten abzugeben oder abzuschließen. Guirassy steht völlig blank. Gib doch deinen Ball ab, Alter. Gebe doch bitte deinen Ball ab, Mann. Ich will Spiele auch nicht schlechter sprechen, als es ist. Der Spielstand ist halt scheiße. Aber vom Grund auf hin, dass wir ganz gut dabei sind. Dortmund war halt eiskalt, hat aus zwei Chancen direkt zwei Tore gemacht. Wir sind hier gerade so ein bisschen das Bochum, das bei uns gespielt hat, ne? Eigentlich auch immer ganz gut dabei gewesen, auch mal nah dran gewesen an Möglichkeiten, an Chancen. Aber der Gegner hat direkt 2-0 geführt, ne? So ähnlich war es hier auch. Flacht ein bisschen ab hier vor der Halbzeit des Spiels, muss man schon sagen. Flacht schon ein bisschen ab hier. Brandt, Moukoko. Das ist halt jetzt komplett unnötig gewesen. Also komplett unnötig. Das ist das erste Tor, was mich heute so richtig aufregt. Weil das muss halt bei Gott nicht sein, Mann. Fang dir von mir aus direkt nach einer Minute, nach zwei, das 1-0 passiert bei uns ja ständig, ist nichts Neues mehr, braucht man sich nicht mehr drüber aufzuregen. Das zweite war einfach richtig schön von Süle. Aber du kommst seit dem 2-0 echt immer, immer besser ins Spiel rein. Es läuft immer besser. Hast deine paar Möglichkeiten, ohne jetzt richtig Chancen zu haben, aber Möglichkeiten hast du. Das Spiel flacht komplett ab hier vor der Halbzeit. Dann fängst du hier doch noch vor der Halbzeit das 3-0. Weil mit 3-0 ist das Spiel durch normalerweise. Mit 3-0 ist das Spiel normalerweise durch. Das muss halt nicht sein, Mann. Geh doch mit 2-0 in die Pause. Geh doch mit 2-0 in die Pause. Dass ihr das Tor noch fängst, wirklich die dümmste Scheiße überhaupt, Mann. Mio, falls ihr Versuch! Oh, Guirassy! Da, wenn man halt beim Thema schnelles 3 zu 1, vielleicht geht was. Da kommt er nicht mehr entscheidend mit dem Kopf hin. Mio trifft ihn mit dem Fahrrad nicht und sieht das. Ah, oh, ey, Guirassy kommt nicht mehr mit dem Kopfball hin. Oh, das wäre jetzt das Thema gewesen, nur wegen macht hier schnelles 3 zu 1 und ich bin doch wieder Feuer und Flamme. Aber ja. Das Spielglück haben wir heute nicht bisher. Guerrero, Brandt, ganz hoch. Junge hat der Platz. Süle, Bellingham. Doppelpass klappt nicht, bleiben trotzdem dran. Bellingham, Brandt, kommt nicht durch. Endo, Tomasch, gibt sein Ball auch nicht ab. Mio, blinder Ball, Schlotterbeck, Bellingham. Keiner geht hin, ja. Was war mein letzter Kommentar vor dem Tor? Keiner geht hin? Beschreibt's ganz gut. Also das
Commentary quasi von mir während der Szene hier beschreibt es eigentlich perfekt. Man ist gefühlt 5-6 Mal am Ball, stochert am Ball rum, kriegt nicht raus, spielt den Ball nicht sauber raus. Da hat Bellingham auf einmal einen halben Meter zu viel Platz und schlänzt in die lange Ecke. Also Jungs, also das ist natürlich auch einfach Weltklasse von Bellingham, ne? Trotzdem muss man halt sagen, dass es auch einfach ein absolutes Weltklasse-Tor ist von Bellingham. Da wird man halt wirklich gerade ziemlich schön abgeschossen mittlerweile. Guerrero. 5-0, Alter. 5 fucking 0. Mokoko 5-0. Der rennt da hinten frei rum, Digga. Der rennt da hinten frei rum. Frei. Er rennt da hinten frei rum. Leck mich am Arsch, Alter. Ist das ein Abwehrverhalten? Lecco mio, ey. Ist das beschissen. Junge, die halbe Mannschaft von uns rennt da hinten rum. Die halbe fucking Mannschaft rennt in diesem scheiß 16er rum. Und der steht da mit einem Radius von 12 Metern frei am hinteren Pfosten, Mann. Scheiß Lappen, Alter. Meine Fresse, ey. Kann man denn so verteidigen, Mann? Wie kann man so verteidigen, Mann? Junge, 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 Junge. Jetzt halt einfach das Torverhältnis komplett gefickt. Komplett, Mann. Es rennt Karas so rum, weil ich mitbekommen, dass der eingewechselt wurde. Weißt du, dann ist ja okay. Dann verlier halt in Dortmund. 5-0, Alter. 5-0, Mann. Seid ihr bescheuert, Mann. Ohne Witz, von mir aus bis zum 3-0 oder sowas, habe ich sie ja noch verteidigt. Aber das ist halt mittlerweile nur noch jämmerlich, Mann. Ich mache kurz die Werbetrommel. 5.471 Abonnenten sind wir aktuell. Gerne, wer hier neu am Start ist, vielleicht ein bisschen Mitleid zeigt. Doof gesagt. Gerne das kostenlose Abo dalassen. Freue mich sehr über 174 Zuschauer, auch mal an die 200 gewesen vorhin. 5-0, es ist für mich zu hoch, aber ich sag's dir, wie es ist. Alles ab dem 2-0 war mal einfach zu dumm zum Scheißen. Also fertig ist. Dass du dich mal überrumpeln lassen kannst, direkt am Anfang, nach Minute hast du ein Tor kassiert, dann direkt danach das nächste Traumtor von Süle. Ist ja alles okay, das passiert halt mal. Aber dieses 3-0 kurz vor der Halbzeit, wo eigentlich gerade nichts passiert ist im Spiel. Und dann in der Zeit hast du auch nochmal zwei Hütten zu fangen, statt einfach zu gucken, dass du nicht das Torverhältnis komplett in die Tonne trittst. Das, ja, unterstütze ich halt nicht mehr. Also bis zum 2-0 alles okay, alles danach völlig dumm. Komplett dumm. Ich kann's nicht mehr hören mittlerweile, ey. Pfeif den Scheiß bitte einfach ab gleich. Ich hab keine Lust mehr. So, Pfeifer, runter auf Perea. Perea. Ein geiler Name zum Aussprechen. So, Perea an die Grundlinie, rein damit. Pfeifer! Huhuhu! Oh, wie ist das schön. Pfeifer mit seinem ersten... Nee, stimmt, nee. War das sein erstes Bundesliga-Tor? Oder gegen Bochum genetzt? Ich bin gerade zu blöd dafür. Ah, ist das schön. Ah, fuck, ist das Abseits? Ich glaube, das war Abseits. Ich glaube, das war Abseits. Das leichte Gefühl, dass es Abseits war. Ich halte mich mal zurück. Labert, dass Augsburg 3-3 steht. Erzähl mir keinen. Jetzt ist Perea auch noch angeschlagen. Als ob Augsburg 3-3 steht. Das wäre halt Real Talk das Beste vom Spiel. Das wäre das Beste an diesem gesamten Spieltag, wenn das wirklich stimmt, dass Augsburg 3-3 steht. Das wäre das Beste von diesem Spieltag bisher. Wahrscheinlich labern die auch nur Scheiße. Wahrscheinlich labern die eh nur Scheiße. Ja, ich glaube, das Ding wird abgepfiffen. Ich glaube, es zählt nicht. Tatsächlich, da steht wirklich... Beim Kicker steht es auch drin. 3-3 Augsburg. Ohne Witz, das ist das Beste, was an diesem Spieltag passiert ist, das 3-3 für uns. Das Beste, was passiert ist, diese Aufholjagd von RB Leipzig, ist das Beste, was uns heute passiert ist am ganzen Spieltag. Bei uns zählt das Tor nicht, warum auch? Ich habe es ja auch im Layout zumindest noch gar nicht angegeben. Endstand 5-0. Der helle Wahnsinn, der helle Wahnsinn. Natürlich zählt es nicht das Ehrentor, natürlich nicht. Ganz klare Geschichte, nein zur RB. Aber Augsburg ist für uns, oder bleibt dabei, Augsburg ist ein mit Kandidat im Abstiegskampf. Die dürfen hier nicht punkten, punkten, punkten. Die dürfen nicht punkten, 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 Augsburg. Deswegen ist es wichtig, dass Leipzig da zumindest noch einen Punkt mitgenommen hat, nachdem sie da 3-1 geführt haben. Oder 3-0, glaub ich sogar. Ne? Dafür ist es gut, damit Augsburg nicht nächste Woche richtig gut gelaunt zu uns fährt. Weil nächste Woche zu Hause haben wir Augsburg. Und das
Das wird richtig dermaßen wichtig.